Hallo, hallo, guten Morgen. Also ich bin der Daniel Mesa, ich komme aus Mexiko, promoviere hier am HZW Berlin. Ich komme aus Mexiko, ich habe meine offizielle ID hier dabei. Ich mache es einfach so. Und gut, ich komme aus Mexiko. Ich promoviere hier im Bereich Photovoltaik. Und im Prinzip, ja, ich bin Mexikaner. Das bedeutet hauptsächlich, dass ich die Artikel auf Deutsch falsch benutze. Okay? Und es tut mir sehr leid, es tut mir leid echt. Aber ihr seid schuld daran. Ne? Und warum? Weil ihr keine Regeln für die Artikel habt. Ne? Ich meine, was soll das? Ihr seid Deutsche, ich habe Regeln für alles, aber nicht für die Artikel. Ne? Ich habe sogar einmal. Prost. Ich habe sogar einmal eine Toilettenordnung gefunden, wo sogar das Wort Reinigungsfännchen erscheint. Ne? Und für die Artikel habt ihr keine Regeln. Ne? Aber gut, die deutsche Sprache ist auch nicht so schlimm. Es gibt eine Sache, die ich sehr mag, und das sind die Komposita-Wörter. Das sind richtig cool. Man kann so viel mit einem Wort sagen. Ne? Zum Beispiel im Institut, wir haben eine Anlage mit einer Kathode, die man zerstäuben kann. Ne? Und dann, das ist die Kathodenzerstäubungsanlage. Ne? Und das ist cool. Und mir wurde gesagt, du musst lernen, wie man diese Maschine benutzt. Ne? Und dann musste ich zu dem Kathodenzerstäubungsanlagebeauftragter gehen und ihn fragen. Er hat ja gesagt, und das heißt, dass ich offiziell der Kathodenzerstäubungsanlagebeauftragter Lehrling bin. Ne? Und ich weiß nicht, was ihr für einen Job habt, aber für einen Mexikaner, das klingt richtig cool. Ne? Ich wollte sogar ein Schild machen, aber ich glaube, das wäre einfach zu lang gewesen. Und auch vielleicht mein Chef hätte das nicht richtig so gemocht. Aber gut, ich bin hier heute, weil ich euch über Photovoltaik erzählen wollte. Und welche Forschungsgebiete es in der Photovoltaik gibt und so. Und dafür habe ich für euch eine kleine Geschichte vorbereitet. Und zwar, eines Tages in Mexiko, meine Mama war kalt. Ne? Das ist meine Mama da und ihr war kalt. Und nach dem vierten Hauptsatz der Thermodynamik, der lautet, wenn eine Mama kalt ist, muss die ganze Familie eine Jacke tragen. Nach dem Hauptsatz es voll ganz logisch, mir ist kalt, Daniel braucht eine Jacke. Ne? Und dann, was machen wir? Ja, dann lass mal einfach alle diese Münzen Daniel schicken, damit er sich eine Jacke kauft. Ne? Und dann mein Vater meinte natürlich, ach Veronika, nee, lass mal lieber eine Überweisung machen. Ne? Meine Mama meinte, nee, Überweisung, Mangos. Dein Sohn freut sich auf ein Paket von uns, weil er uns vermisst. Ne? Und dann, mein Vater meinte, ja gut, machen wir das. Und dann hat sie alle diese Münzen in eine Kiste reingesteckt. Aber sie wollte sich auch ein bisschen so wie Dagobert Duck fühlen. So, zuerst hat sie alle Münzen in kleine Säulen aufgestellt und die Münzen sahen so aus. Ne? Da hatten wir die 1-Peso-Münzen, die 2, die 5, die 7 und die 9. Und das hat sie gemacht. Und dann hat sie die Münzen in die Kiste reingesteckt. Und ja, ab jetzt sage ich Coins statt Münzen, weil ich diese Ü nicht richtig aussprechen kann. Ja, das ist mein Bruder. Und gut, dann, ja, das ist dann, sein Spitzname ist Coin. Dann gut, ja. Dann gut, meine Familie hat dann diese Kiste geschickt mit den 1000 mexikanischen Pesos und ich kriege die Kiste und ich mache sie auf und tada, mexikanische Pesos, ne? 1000 mexikanische Pesos. Was mache ich jetzt damit? Ja, keine Ahnung, ne? Man kann sich hier in Berlin nicht benutzen. Aber gut, dann kann ich nicht so richtig viel machen, aber und außerdem, ich brauche keine Jacke, weil mir nicht kalt ist, aber gut. Es gibt doch einen Platz, wo man sie benutzen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist die S-Bahnhof Mexiko-Platz. Und in der S-Bahnhof Mexiko-Platz gibt es einen Schokoladenautomat, wo man mit Pesos bezahlen kann. Und es ist ein komisches Automat. Aber eine Anleitung ist dabei, so schön auf Deutsch geschrieben, mit Ausrufezeichen überall. Und die Regeln sind drei und sind ganz einfach. Ne? Dieses Automat gibt kein Wechselgeld, eine Schokolade pro Coin und 1 und 2 Pesos Coins werden geschluckt. Und dann ist es relativ einfach, weil wir können sehen, wo wir Geld verlieren. Zum Beispiel, wenn wir 1 oder 2 Pesos Münzen benutzen, sie gehen direkt in die Kasse rein und wir kriegen keine Schokolade. Das ist Geldverlust. Es gibt auch so einen Trick von dem Verkäufer, und zwar alle Schokoladen unter der Verpackung sind die gleiche Schokolade, und zwar die 5 Peso Schokolade. Das heißt, wenn wir eine 7 oder 9
Pesos Coin benutzen, dann verlieren wir ein bisschen Geld auch, weil wir kriegen nur eine Schokolade, die 5 Pesos kostet. Und dann gibt es noch 2 technische Schwierigkeiten. Und zwar, es gibt Coins, die nicht so schön sind, sondern ein bisschen verbogen. Und die kann man nicht in die Maschine reinstecken, sondern sie gehen raus und wir verlieren sie. Und das Letzte ist, manchmal steckt man eine Coin rein und sie geht rein und die Feder dreht sich, aber die Schokolade fällt nicht runter, ne? Die bleibt da hängen oder vielleicht so an der Ecke. Ne? Und das ist ganz ärgerlich, das können wir hier sehen. Ne? Da manchmal bleibt so, manchmal an der Ecke. Und, ja, und die Sache ist, die Frage ist, wie viele Schokoladen konnte ich kaufen? Und die, ja, ich konnte 20 Schokoladen kaufen und die sind alle 5 Peso wert. Das heißt, 20 mal 5, dann habe ich insgesamt 100 Pesos benutzen können. Und das bedeutet, ich konnte 10% meines Geldes benutzen. Ne? So, gerne Tipp. Und dann... Danke, danke. Aber 90% habe ich verloren. Und das ist im Prinzip gar nicht gut, aber es ist ich kann nichts anderes machen, weil ich meine mexikanische Pesos nur bei diesem Automat benutzen kann. Mir ist super warm, jetzt kannst du Mexikanerin sein. Ja, gut. Und im Prinzip, was hat denn hier alles mit Solarzellen zu tun? Gut, wir haben die Sonne, ne? Und die Sonne scheint auf die Erde. Und die Sonne scheint auf die Erde, da ist zum Beispiel eine Wiese und so. Und die Sonne wirft auf die Erde Energie, viel Energie, ne? Und die Frage ist, wie viel Energie? Mehr als genug. Und die Sache ist, diese Energie kommt in kleinen Päckchen, die wir Photonen nennen. Und die Photonen haben unterschiedliche Energien. So wie die Münzen, es gibt rote Photonen, die wenig Energie haben. Und dann haben wir die gelbe und die grüne und die blaue Photonen, die richtig viel Energie haben. Was können wir mit diesen Photonen machen? Ja, keine Ahnung, wir können uns hinlegen und bräunen. Ne? Aber das wollen wir nicht machen. Was wir machen wollten, ist diese Elektronen fangen und in Elektrizität umwandeln, in Elektronen. Ne? Sozusagen, wir möchten mit diesen Photonen Elektronen kaufen. Und dafür können wir eine Solarzelle benutzen oder sozusagen ein Elektronenautomat. Ne? Tadaan. Gut, und jetzt die Frage ist, wie viele Elektronen kann ich kaufen mit zum Beispiel 1000 Photonen? Ne? Und dann können wir die Verluste analysieren. Es gibt Photonen, die sehr wenig Energie haben. Ne? Die gehen einfach durch die Solarzelle durch und wir verlieren sie. Und diesen Prozess nennen wir Transmission. Es gibt andere Photonen, die an der Fläche der Solarzelle zurückstoßen und sie gehen nicht rein und wir verlieren sie. Und diesen Prozess nennen wir Reflexion. Und wir verlieren sie auch. Und dann haben wir auch Photonen, die in die Solarzelle reingehen und Elektronen kaufen. Aber als diese Elektronen auf dem Weg nach draußen sind, sie bleiben da irgendwo hängen und wir verlieren sie auch. Und diesen Prozess nennen wir Rekombination. Gut, und ein kleiner Teil der Photonen, hier müsste man sagen, dass egal was für eine Energie die Photonen hatten, sie kaufen immer die gleiche Elektronen. Und das ist sozusagen wie der Verkäufertrick. Und ein kleiner Teil der Photonen, so zwischen 10% und 25%, kaufen tatsächlich Elektronen, die wir später benutzen können. Ne? So im Prinzip, das ist, so viele Elektronen können wir kaufen. Und im Prinzip, das war's, was ich sagen wollte. Aber ich werde nicht so viel reden über Transmission, aber über Reflexion und Rekombination werde ich reden. Ne? Und das sind 2 verschiedene Forschungsgebiete der Photovoltaik, die wichtig für meine Promotion sind. Und Reflexion, in diesem Forschungsgebiet versucht man, so viele Photonen in die Solarzelle reinzustecken wie möglich. Und das kann man schaffen, zum Beispiel, indem man die Oberfläche der Solarzelle rau statt glatt macht. Oder mit verschiedenen Materialien, mit denen man eine Antireflexionsschicht bilden. Ne? Und diese Antireflexionsschicht ist sehr wichtig, weil ohne diese Antireflexionsschicht kann diese Frau nicht glücklich sein. Ne? Das ist ganz wichtig. Und Rekombination ist auch ein Forschungsgebiet, was sehr wichtig für meine Promotion ist. Und hier kann man verschiedene Arten von Rekombination zeigen, aber zum Beispiel die da nennen wir Surface Recombination und das ist sehr wichtig für meine Promotionsthema. Und dann im Prinzip, was ich machen möchte, ist ein Schokoladenautomat, wo man viele Coins reinstecken kann und auch wo ganz unten nicht gerade ist, sondern ein bisschen gekippt, damit die Schokoladen zack, zack, zack runter und raus. Aber es gibt andere Wissenschaftler, die versuchen zum Beispiel andere Tricks, ne, so ein Automat auf einem anderen Automat hinzustellen, damit die unbenutzten Coins von dem ersten Automat in den zweiten reinfallen und sie kriegen mehr Schokoladen damit. Und gut, und das war's. Alles, was ich sagen wollte. Aber nur weil ich euch mag, nur weil ich Berlin liebe, habe ich für euch eine schnelle Zusammenfassung, nur heute, nur für euch, in 10 Wörter, das ganze Thema.
Und es geht so. Maximal mögliche Solarzelleneffizienz erreicht man in dem von der Sonne emittierten und in der Solarzellen absorbierten Photonen, sich vollständigerweise in nicht rekombinierte durch jegliche Methode Elektronen umwandeln. Vielen Dank. Thanks for the call, I'm Jim.